Dum di dum di dum di dum. Vorsicht, dass Oskar sich nicht an seinen Bären verfüttert. Dum-di-dum. So, dann geben wir mal beide Dinger ab. Erstmal den Edelstein, der macht nämlich das neue Survivor. In Verteidigung des geschriebenen Wortes. Beschütze die Forschungsnotizen, bevor die widerspenstigen Imps des Erzmagiers das Werk ihres Meisters zerstören können. Obwohl ein einzelner Imp keine wirkliche Bedrohung darstellt, so führt die Zerstörung eines jeden Satzes von Forschungsnotizen durch die Imps zu einem zunehmend schleichenden Tod der Nicht-Imp-Teilnehmer. Okay. Die Brüder des Buches und des Zweigs. Dieser Kampf stellt das letzte Gefecht der Vaidyo-Brüder nach. Die beiden Brüder, die in ihrem jeweiligen Gebiet der Magie brillant waren, teilten ihre Forschung so auf, dass sie ihre eigenen Fertigkeiten beherrschen und den Zauber ihres Bruders kontern konnten. Als sie während eines Labortests der jeweils anderen Verteidigung angegriffen wurden, zog jeder Bruder vor seinem Tod mit Glanz und Gloria zahllose Angreifer mit sich in das Rad. Okay. Also fangen wir mal mit den Imps an. Impi, Impi, Impi. Na gut, den schwierigsten Kampf angeblich haben wir hinter uns, und zwar das mit den Spinnen. Archmage Erusti's library was lost to the hands of his own imps. Guard the notes with your lives. Erzmagier Erastis Bibliothek fiel in die Hände seiner eigenen Imps. Beschütze die Notizen mit deinem Leben, denn es könnte sehr wohl von ihnen abhängen. Überdauere, du wirst siegreich sein. Gute Jagd. Endlich ein Preis, um den es sich zu kämpfen lohnt. Oh je. Skywags Hoke. Ja! Stand together. Ahoy, watch me work. Boy. Now you be right, screwed. Okay. Warum zur Hölle ist ein Giftlager? Sure thing. Ja,
Okay, das ist nicht so schön. Sind jetzt die Buffs auf uns gewirkt? Ja, ich nehme rein Schaden, okay. Okay. Okay, da kommen zwei Nagas, da kommen zwei Nagas. Okay, das ist nicht so schön. Okay. Gut. Der Kampf ist hart. Na gut, er ist nicht hart, er ist machbar auf jeden Fall. Ich muss nur wirklich am Anfang gucken, dass die Imps nichts kaputt machen. Ich darf nicht mehr als einen Tisch verlieren. Gucken wir uns noch den anderen Kampf an. Dann würde ich sagen, machen wir es bei einem Cut. Die Brüder des Buches und des Zweiges. Gucken wir mal. Buch und Zweig klingt so, als ob das eine Magier und das andere Druide ist. Ja. Waijo was a mighty druid in his time, and his brother, Masumeno Waijo, a wizard of no small renown. Akumeno Waijo war zu seiner Zeit ein mächtiger Druid, und sein Bruder Masumeno Waijo war ein bekannter Zauberer. Not satisfied with mastery of his own art, each developed powerful wards against his brother's craft. Da sie mit ihrer eigenen Kunst nicht zufrieden waren, entwickelte jeder mächtige Schutzzauber gegen die Kunst seines Bruders. Believing themselves safe from one another, their sparring matches will ultimately destroy them. Sie wähnten sich voreinander sicher, doch ihre Bürgerkämpfe vernichteten sie letztendlich. Brother against brother? It's a crying shame.
Bruder gegen Bruder, was für eine Schande. Ja, rostiges Konstrukt, Naturschutz, Arkaderschutz. Hm. Nice and quiet. That's not right. Okay. Kann ich irgendwie beide gleichzeitig aktivieren? Du bist der Arkan-Magier, dann friss mal Arkan. Okay, ich muss wirklich gegen die beiden irgendwie eine Strategie machen. Kriegen, irgendwie. Und dann mal sehen. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, er kann hier drin nichts ausrichten. Weil ich Immunität vor Druiden zauber. Ah, aber der da kann mir, macht mir 100% mehr Schaden. Ja, gut. Hm. Ja, nicht so gut, dass ich jetzt auf Verlassen geklickt habe. Jetzt komme ich ja wieder ins Hauptmenü. Nee, ich würde mal sagen, wir machen hier jetzt dann einen Cut, sobald wir im Hauptmenü sind. Und dann gucken wir uns beim nächsten Mal die beiden Kämpfe nochmal an. Ich glaube, zuerst versuche ich den Imp-Kampf, weil der einfacher ist. Und dann mache ich den anderen Kampf. Beim anderen Kampf muss ich halt hin und her rangieren und gucken, wie ich, ja, welcher meiner Leute von wem angegriffen wird. Damit ich die das jeweilige Schutzfeld des Bruders packe. Damit der keine Chance mehr hat. Das ist ein interessanter Kampf. Er ist schwierig, aber er ist gut machbar auch. Wenn man es richtig macht. Das hier war ja jetzt nur ein Versuch. Aber gut, wie gesagt. Ja, mir fällt gerade noch auf, wir haben da noch das vergessene Heiligtum. Wenn wir Seeker, Slayer, Survivor fertig haben. Ja, können wir mal ganz kurz gucken, was sind denn so, haben wir denn so für DLCs noch insgesamt? Also das ist das Hauptspiel, da sind wir fast durch mit. Beast of the Wild haben wir, of the Winter haben wir auch durch. Seeker Slayer Survivor sind wir mittendrin und dann fehlt noch Forgotten Sanctuary. Also das vergessene Heiligtum. Und hier die kostenlosen DLCs Pack. Critical Role Pack hat was mit Charaktererstellung zu tun. Ramanas Pack. Neue Verbrauchsgegenstände und ja, Mirke haben wir im Vor Todeslicht ja eingesackt. Bart- und Haarpaket. Neue Bärte und Frisuren ist auch für die Charaktererstellung. Neue Besatzungsmitglieder, Schiffsupgrades und eine wilde Pose für den Wächter und das Deck der vielen Dinge, das haben wir auch schon erkundet. Gut, das heißt, im Großen und Ganzen haben wir noch das ungefähr halbe Seeker Slayer Survivor Pack vor uns und das Forgotten Sanctuary Pack, bevor wir mit dem Endspiel zu, mit dem Hauptstory zu Ende gehen. Ja, ist also noch ein bisschen was. Bis jetzt ist das SP auch sehr lang.
Mal sehen, ob wir das irgendwann toppen können. Aber wie gesagt, jetzt gibt es erstmal einen Cut. Also, bis gleich.